Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu To The Moon. Tja, unsere zwei Spezialisten sind an einem Punkt angekommen, wo irgendwie die ganze Sache nicht klappt, die eigentlich immer so einfach ist. Einfach mal alle Erinnerungen durchgehen und den Wunsch übertragen. Punkt. Fertig aus. Irgendwo ist noch ein Haken. Die Frau Doktorin hat jetzt hier so ein bisschen selber überlegt, was es sein könnte. Jetzt wollen wir mal gucken, was uns der gute Doktor Watts hier noch zu sagen hat, ob er sich auch irgendwelche Gedanken gemacht hat, ob er zu irgendwas gekommen ist. Und da guckt der Vogel wieder, der guckt uns wieder hinterher. Ja, der guckt uns immer hinterher, ne? Ja, der Freebird-Vogel. Sag ich doch. So, weiter geht's. La 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 la. Das ist schon tragisch hier. Ja. Wir können nicht einfach den Job machen. Igitt! Man kann das vom Nilofale Eichhörnchen den kompletten Weg bis hier riechen. Und dann gehen wir schnell rein. Hier riecht's wohl nicht. So, hier ist es gerade so finster, aber ja, wir könnten zwar hier mal Licht machen. Das ist dann zu überblendet, finde ich. So, ich weiß nicht, wo der Wertekollege ist. Ich gehe mal hier rein. Aber Mom, ich will nicht zur Schule. Es ist Sonntag, Liebling. Psst, lassen Sie sie einfach schlafen. Bewegung. Decke wegziehen, ja. Hä? Warum sind die Bücher hier so durcheinander? Na nö. Okay, das kennen wir schon, das wollen wir nicht. Buch ins Regal stellen. Okay. Das andere geht nicht. Ja, wisst ihr was? Aufstehen! Schalten Sie das Licht aus, Sie Doofnuss! Oh ja, okay. Dann mache ich's mal, ja. So, sieh. Gehen wir mal da lang. Bad. Toilette. Ja, da geht nichts. Jetzt läuft sich wieder da hoch. Okay. Gehen wir mal hier in den Keller. Können wir auch nochmal reingucken. Machen wir Licht an. Wir hatten hier das Licht ausgemacht. Okay, geht nichts. Die Truhe. Verschlossen. Ja, sonst was sollte hier geändert haben? Ich glaube, dass wir hier nichts weiter machen können. Verschlossen. Kartons gefüllt mit farbigem Papier. Vor allem mit unbenutzten Porzellan, Bücher, lalala. Die Animes, Bücher oder so weiter. Animorph. Gut, dann reden wir mit ihr. Mit ihrer Stimme komme ich schon überhaupt nicht mehr hin. Die beiden kann man wirklich nicht aus den Augen lassen. Gestern waren sie bis in die Puppen auf. Nun ja, es sind aber auch keine alltäglichen Umstände. Nein, wohl nicht. Oh, wollten Sie mich noch etwas fragen? Lilly? Fragen wir über Sie. Wissen Sie, es ist ziemlich ungewöhnlich, dass jemand wie Sie arbeitet. Ich meine, mit zwei Kindern und alledem. Ach, das geht ganz gut. Wir kommen zurecht. Es gibt auch einen Schulbus. Er hält nicht weit von hier. Was hat sie überhaupt hierher verschlagen? Nun, vor einigen Jahren ist mein Mann ums Leben gekommen. Was ist passiert? Der Krieg war in der letzten Einheit, die nach Übersee geschickt wurde. Das tut mir so leid. Ich war in Panik. Wir hatten weniger Spares und es gab keine Jobs. Johnny sah meine Anzeige und bot mir diese Stelle an. Ich nahm sie dankbar an. Dieses Haus, es war so friedlich. Es half mir, meine Trauer zu überwinden. Zahlt die Regierung denn nicht Renten für Kriegswitwen, um wieder auf die Beine zu helfen?
Ja, doch schon. Es dauerte aber schließlich, bekam ich etwas Unterstützung. Inzwischen hatte sich Johnnys Zustand aber verschlechtert. Er brauchte meine Hilfe. Tommy und Sarah gefiel es hier. Also sind wir geblieben. Und Johnny, er war so froh darüber. Wir werden ihn vermissen. Ich glaube, tief im Herzen wünschte Johnny sich eine Familie. Ja, die hatten halt nie Kinder, ne? Ja. Tommy und Sarah. Was werden sie ihnen jetzt erzählen wegen John? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich werde ich mir etwas ausdenken, aber es wird sowieso nichts bringen. Die Kinder von heute sind clever. Sie werden dahinter kommen. Ist auch in Ordnung. Das ist der Lauf des Lebens. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Zukunft. Ist das Ihr Vollzeitjob, nicht wahr? Was werden Sie tun, wenn das hier vorbei ist? Was kann ich schon machen? Zurück in die Stadt, eine Stelle suchen und weiterleben, denke ich. Aber es ist schon traurig. Ich werde Johnny und das Haus vermissen. Vielleicht komme ich ab und an mal hierher auf einen Besuch. Keine weiteren Fragen. Oh, wollen Sie mich noch etwas fragen? Nee, keine weiteren Fragen. Was war denn das jetzt? Oh, hey! Bevor Johnny das Bewusstsein verlor, erzählte er mir, dass sie beide bald eintreffen würden. Er sagte, dass er wahrscheinlich nicht mehr selbst die Gelegenheit zu haben würde. Deshalb bat er mich, ihnen zu danken. Also, vielen Dank. Bewegung. So. Okay. Dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen, wenn das geht. Geht es? Ja, es geht. Ah, jetzt die Uhr geht, aber sie ist leise. Zeigt irgendwann bei 8 Freeze. Einen Helm hat er noch auf. Die Maschine. Das Bad wird uns nichts bringen. Der Doktor fragt mich nochmal, wie es ihm geht. Wie geht es, John? Wir verlieren ihn. Was treiben Sie denn? Wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Tun Sie etwas. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Falls Sie Ihren Kollegen suchen, ich glaube, er ist in der Küche. Okay. Ich habe gehört, wie er dort telefoniert hat. Okay. Jetzt wollte ich nur nochmal abchecken. Dann gehen wir mal zu einem Kollegen. So. Was ist? Was ist? Wie ein alter Mann gerade, ja. Es scheint, als gäbe es vertrauliche Akten aus Johnnys Kindheit. Vertrauliche? Ha, verdammt, Leute, sorry. Vertrauliche Akten? Ich kann's nicht mehr. Vertrauliche Akten? Jetzt, Sattle. Vertrauliche Krankenakten, um genau zu sein. Offenbar hat es während seiner Kindheit eine nicht unbeträchtliche Menge. Beta-Blocker verabreicht bekommen. Und was für ein Zufall! Die haben eine klitzekleine Nebenwirkung auf so ein komisches Ding namens Gedächtnis. Beta-Blocker? Johnny hatte keine Herzprobleme, oder? Anscheinend nicht. Was uns zur Frage führt, ob diese Nebenwirkungen nicht die eigentliche Absicht waren. Vor allem bei derart großen Mengen. Der Einfluss auf sein Erinnerungsvermögen muss immens gewesen sein. Du meinst, das hat uns den Weg versperrt zu den Kindheitserinnerungen? Jedenfalls ist das kein Maschinenfehler, so viel kann ich dir sagen. Die IT-Atta-
Die IT-Abteilung hat mich ganz schön angemotzt, weil ich sie beschuldigt habe. Mann, waren die stinkig. Und was jetzt? Ja, ich hab, ich hab die Frequenzmodifikation bekommen, mit denen wir die Barriere überwinden können, vielleicht. Und wenn wir erst einmal in seiner Kindheit angekommen sind, ist es sicher früh genug, um den Wunsch erfolgreich zu übertragen. Worauf warten wir dann? Es gibt da noch eine Sache. Oh, natürlich. Es gibt immer noch eine Sache. Um die neuen Frequenzen zu aktivieren. Nun ja, da brauchen wir einen Auslöser. Ein Auslöser? Etwas in den versperrten Erinnerungen sehr stark präsent ist. Etwas das, ja. Und wir müssen es John geben, damit wir seine Erinnerung erwecken können. Und wir sollen, wie sollen wir das machen? Wir wissen doch so gut wie nix über seine Kindheit. Und selbst wenn wir ein Kindheitsfoto finden, Johnny ist nach wie vor bewusstlos. Ja. Also sind wir keinen Schritt weiter. Weißt du, seit Noras Fall letzten Jahr hatten wir keinen Auftrag mehr, der mich so saumäßig genervt hat. Geht mir genauso. Das bringt mich noch um. Ich gehe mal etwas frische Luft schnappen. Hat sich gerade auf den... hab meinen Kaffee vergessen. Hat sich ja gerade ein Kopf auch gelangt. Notiz Beta-Block erhalten. Beta-Blocker, ein Medikament mit erinnerungsbeeinträchtigten Nebenwirkungen. Ja, ich kenne sowas eigentlich bloß für Dings-Kreislaufbeschwerden, so wie Bluthochdruck und sowas. Da gibt es doch auch solche komischen Beta-Blocker, oder? Weil sie ja gleich gefragt hat wegen den Herzproblemen, ob er Herzprobleme hatte. So, der Hase. Der letzte Papierhase, den River John gegeben hat. Ja, der war blau und gelb, aber was das bedeutet, wissen wir halt auch bis jetzt noch nicht. Ja, ist ja gut. Ich wollte nicht nochmal anklicken. Ist ja ein Sack Mehl eigentlich. Naja, egal. So, da geht der Kollege raus. Es stinkt! Hör auf, ständig rein und raus zu rennen! Du machst mir ganz fieselig. Das überfahrene Tier, Eva. Es stinkt! Ich weiß, daran bist du schuld. Du hast es überfahren. Was ist hier los? Die Kinder schlafen noch. Ja, wie kann das Viech jetzt schon stinken? Das ist ja ein Tag her, wo er es überfahren hat. Moment mal. Die letzte Erinnerung. Die, wo wir feststecken. Sie hat denselben Geruch. Worüber reden Sie beide? Die Geruchsrezeptoren sind direkt mit dem limbischen System des Gehirns verbunden, Lilly. Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Was? Er meint, dass der Geruchssinn wahrscheinlich der effektivste Sinn ist, um Erinnerungen zu wecken. Wir könnten den Geruch als Stimulanz benutzen, um einen Weg in seinen Kindheitserinnerungen freizulegen. Und das Beste, obwohl Johnny bewusstlos ist, ist er immer noch empfänglich dafür. Ich glaube, ich habe irgendeinen wichtigen Zusammenhang verpasst. Okay, das ist gut. Das ist fantastisch. Jetzt musst du nur noch etwas von diesem Tierkadaver holen. Ja, was? Moment mal. Warum sollte ich das Tier holen? Du hast es überfahren. Genau, ich habe meinen Beitrag geleistet. Oh, der ist so ein Arsch. Oh, du mieser Bastard. Naja, wenn es ihnen hilft, sie... Ja?
Sie könnten meine Handschuhe haben. Hä? Ah, okay. Es sind zwar eigentlich keine Wegwerfhandschuhe, aber das wird sich danach vermutlich ändern. Ja, okay. Aber sorgen Sie dafür, dass die Handschuhe danach nicht einmal mehr in die Nähe dieses Hauses gelangen. Das überfahrene Eichhörnchen wird trotzdem rein müssen. Oh Gott. Tja, muss man leider. Worauf wartet ihr? Du hast leicht reden. So, ich rede noch mit dem hier, dem Sack hier, der kann's auch machen. Die Handschuhe stehen dir gut, meine Liebe. Oh. Halt einfach den Mund. Willst du dich nicht nützlich machen, geh wenigstens mal zu Johnny und sieh nach seinem Zustand. Nö, das ist Sache des Arztes. Jemanden dabei zuzuschauen, wie er hilflos zugrunde geht, ist nicht so mein Ding. Los, jetzt ab mit dir, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, jetzt geh schon los. Naja, gut, okay. Immer muss ich das Ganze machen wegen dem Depp hier. Ja. Naja, gut. Schöne blaue Handschuhe habe ich bekommen, aber okay. Und die müssen wir dann sofort nuklear zerstören, also, damit der Gestank nicht ins Haus kommt. Déjà vu. Ja, stimmt, die sind da schon mal runtergehupft und die hupfen immer wieder runter hier. Den ganzen Weg nochmal runterlatschen. Naja, okay. Das Auto. Jetzt raucht es übrigens immer. Wenigstens hat es aufgehört zu qualmen. Ja. Ja, okay. Hallo? Ach so. Bin ja auch blöd, ich muss ja zum Eichhörnchen. Wo mich dieser Job überall hinführt. Es ist zu gefährlich, infektiöses Material von einem überfallenen Tier einfach so nach drin zu bringen. Mit der versiegelbaren Box im Auto sollten wir zumindest den Geruch in den Griff bekommen. Die versiegelbare Box befindet sich im Auto. Ja, ist schon gut. Klick, klack. Tür auf, Klappe zu, Affe tot. Wo gehen Sie hin? Was sage ich jetzt? Verkleidete Doktoren! Aber raus? Die Toilette ist doch woanders. Komischer Typ. Komisch. Pures Chaos, der Aufwand hat alles durcheinander geworfen. Mal sehen. Da mal gucken, was war denn das? Das brauchen wir nicht. Hier ist sie. Hermetisch versiegelbare Box erhalten. Jetzt brauchen wir nur noch etwas von dem dreckigen Kadaver. Bah! Box mit Verwesungsgeruch halten. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und was haben wir jetzt hier? Was hat's denn da weggeworfen? Was ist da rausgekullert? Ja? Das Schmerztabletten? Kollege, ich glaube, da muss unser Kollege was erklären. Der Kollege braucht Schmerztabletten. Er hat sich ja gerade auch irgendwie einen Kopf gefasst vorhin, irgendwie mal ganz kurz. Und jetzt ist er so überschützt rausgerannt. Gibt es da eine Story noch an der Story? So eine Side-Story? Hat unser Dr. Watts auch ein Problem? Naja, wir gehen mal hier wieder zurück zum Haus. Da ist der Vogel wieder.
Piept er noch? Ja. Er piept noch. So, aber jetzt müssten wir dann eigentlich auf unseren Kollegen stoßen. Ja. Oh, hey! Hast du das überfahrene Tier mitgebracht? Alles bereit! Schön, dann leg schon mal los, ich bin gleich wieder da. Neil! Ich habe Schmerztabletten gefunden. Und ich glaube, es sind deine. Hey! Darf ich fragen, warum du die verschrieben kriegst? Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber... Oh Mann, das wird jetzt peinlich. Vor ein paar Tagen bin ich gegen eine Betonwand gelaufen. Du? Du bist einfach so gegen eine Betonwand gelaufen? Ja, was soll ich sagen? Ich hatte wirklich tiefschürfende Gedanken. Du weißt ja, wie abwesend ich dann bin. Ja, aber das sind ziemlich starke Tabletten, Neil. Es war auch eine ziemlich starke Betonwand. Da kommt zusammen, was zusammen gehört, sag ich mal. Wie auch immer, du hast das überfahrene Tier, ja? Dann los, unser Johnny stirbt da drüben. Was heißt da drüben, da oben? Neil! Du bist nicht abhängig, oder? Machst du Witze? Ich würde mir eher eine Überdosis reinziehen, als so einen Mist anzufangen. Das alles hat ja sehr glaubhaft gewirkt. Ich glaube, das ist total gelogen gewesen, was er da erzählt hat. Gegen die Betonwand gelaufen, dann solche starken Schmerztabletten, also, nee. Wenn wir exakt an diesem Punkt angekommen sind, gebe ich das Signal. Sobald ich das tue, öffnen Sie bitte das Ventil für etwa 3 Sekunden. Sicher. Wurde aber auch Zeit, dass du auftauchst. Sicher, dass da keine Keime entweichen können? Alles versiegelt und durchgefiltert. Nicht, dass es einem toten Mann noch viel ausmachen würde. Na, dann stirbt er schneller. Sie sollten wissen, dass sich Johnnys Zustand rapide verschlechtert. Es könnte Ihre letzte Chance sein. Was immer Sie da drin vorhaben, ich wünsche Ihnen viel Glück. Glück ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Genau, das sagt man, Erfolg wäre besser. Gut. Dritter Akt. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Die Sterne. Interessant. Interessante Analogie. So, die Uhr tickt wieder. So, wir sind wieder hier in der kindlichen Zeit. Gehen wir! Ups, da kriegt man gleich alle Mementos, okay. Mementos, und jetzt ist er diesmal zu Hause. So, wir können ja sonst ja nichts mehr machen, ne? Ja. Können hier nichts mehr tun. Können wir hier aus dem Haus raus? Ne, können wir nicht. Tja, da sitzt er. Gut, müssen wir das jetzt nochmal vorbereiten? Nee, ich glaube nicht, ne? Aber ich würde erstmal sagen, wir machen hier erstmal wieder einen Schnitt. Wir haben ja wieder einiges erreicht jetzt. Ich danke euch mal wieder sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ja, und vielleicht kann ich mal so ein bisschen was trinken jetzt und die Pause mal zwischenrein und ja. Aber es geht dann nachher gleich weiter. Also morgen oder übermorgen, je nachdem, wann ich die Folge bringe, natürlich wieder. Geht's weiter, müsst ihr unbedingt einschalten. Bis denne, tschüss, sagt euer Legolas.